bin einer von drei Organisten und ich habe herausgefunden, dass die Orgel genau meinen Jahrgang hat. Sie hat mein Leben bereichert. Hatte ich Sorgen gehabt oder bin ich traurig gewesen, hat sie mitgeholfen beim Tragen und Durchstehen. Ich musste auch ein paar Mal ein bisschen Arztpsych machen und ein bisschen Medikament schlucken. Und die Orgel ist ins Alter gekommen. Je nach meiner Einstellung hat sie mitgeholfen, hat mit mir jubiliert. Ich finde es eine wunderbare Orgel. Der Klang ist ganz schön, wenn man wirklich auf der Empore ist. Aber für die wunderbare Kirche, wo so ein toller Konzertraum auch ist, ist die Orgel einfach zu klein. Und das ist sehr schade. Was mich noch mehr stört, weil ich auch selten Orgelkonzerte höre, wenn man auf der Orgel spielt, gibt es halt tatsächlich Ausfälle. Einmal kommt ein Ton nicht, einmal kommt eine Taste nicht, einmal kommt ein Geräusch von den Pfeifen oder von den Pedalen oder von der Tastatur. Musik hat ganz viel mit Emotionen zu tun. Und Musik gehört auch zu jeder Messe, Musik gehört zu einer Kirche. Und das Hauptinstrument in der Kirche natürlich ist eine Orgel. Mit unseren Diensten dürfen wir Menschen in Freude und Leid begleiten. Wir stehen hier vor dem Lebensbaum, da hat es ganz viele Namen drauf von Kindern, die getauft worden sind. Jedes Einzelne ist in einer Messe getauft worden mit einer Haufen Musik und das trägt so viel bei zu einem schönen Moment. Vielmals ist es dann auch zu einer Begegnung auf der Empore gekommen, zu einem Gespräch mit Bekannten, mit Leuten aus der näheren oder auch ferneren Umgebung und sogar mit Menschen aus fernen Ländern. Ich könnte es mir nicht vorstellen, dass wir hier zu gelten können, keine Orgel mehr haben. Dass die Orgel mit ihrer Unterstützung darf weiterleben darf. In dieser Kirche, wo ich jetzt getauft, gefirmt, Erstkommunion hatte, mich also die ganze Zeit begleitet hat, wieder tolle, vielseitige und vielleicht auch spannende Konzerte können geniessen. Dass die Musik mit einer neu sanierten Orgel mehr Aufschwung wird bekommen. Dass man diese Orgel zweig macht und den wunderbaren Raum, die wunderbare Kirche auch in der weiteren und grösseren Umgebung kann attraktiv machen für Orgelmusik, Orgelkonzerte und so weiter. Danke all denen, die das Projekt unterstützen, mit einem 50, einem Franken, 10 Franken, wie auch immer, helfen mit, damit wir hier zu gelten können, bis im 2020 wieder eine Orgel haben, die schön tönt. Ihnen gebührt ein grosses Dankeschön und ein Vergelt's Gott.